Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die neue Smashbox Halo Face Palette und zeige euch noch so ein paar Gesichtspaletten, ob die sich lohnen oder ob die sich nicht lohnen. Das gucken wir uns mal an. Wenn ihr es wissen wollt, bleibt dran. Es geht direkt los. Ja, dann lasst uns als allererstes über die neue Smashbox Face Palette reden. Smashbox war ja damals unheimlich bekannt für ihr Sculpting Trio. Die hatten, oh Gott, das ist so lange her, also aber ihr erinnert euch noch dran, hatten die ja diese Contour-Palette, die dann später versucht hat, jeder zu dupen. Da waren Contour, ein Bronzer und ein nicht glitzeriger Highlighter, glaube ich, drin. Ne? Also so ein aufhellendes Puder. Und damit haben sie quasi, ja, viel quasi für die Make-up-Industrie gemacht und hatten dann ihre ganzen Primer, die waren ja sehr, sehr, sehr bekannt und ich habe einige Sachen von Smashbox gehabt und habe auch noch einige Sachen von Smashbox. Ich hatte auch die neue Foundation getestet, ich verlinke euch das, die hat mir leider nicht gefallen, aber okay. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar andere Videos zu Smashbox für euch von mir finde. Dann verlinke ich die hier. Die haben ja diese ganze Halo-Reihe. Davon haben sie ja diesen Halo Glow, Healthy Glow Tinted Moisturizer, den ich extrem abgefeiert habe. Dann das Puder, was sehr gut ist. Dieser Concealer dazu, den finde ich jetzt nicht so spektakulär. Aber okay, jetzt haben sie auf jeden Fall diese Palette hier rausgebracht. Und hier drin ist ein Bronzer, zwei Blushes und ein Highlighter. Und sie gibt es in vier Farben, was ich ziemlich geil finde. Das hier ist die zweite. Also es gibt noch eine, da ist ein bisschen pinker drin. Und dann gibt es eine Coral, die schon deutlich dunkler ist. Und Berry, die dann wirklich sehr dunkel ist. Und die hier heißt Back to Kali. Und ja, ich würde sagen, als allererstes halte ich mal meine Finger hier rein. Ich finde, der Highlighter sieht auf den ersten Blick extrem glitzerig aus. Ich hoffe, er ist es nicht. Blushes fühlen sich silky an. Das sind die Farben erstmal auf den ersten Blick. Machen wir hier mal den Highlighter. Blush, Blush, Bronzer. So sehen die aus. Also ich muss sagen, ich habe auch eine Palette noch von, die habe ich aber aussortiert, von Smashbox, wo auch alles drin ist. Weil der Highlighter ist ganz schön gold und ich bin mir nicht sicher, ob der nicht glitzerig ist. Ich habe es ja gerade mit Glitzer-Highlightern. Ah, es geht, glaube ich. Ich glaube, es geht. Ja, es ist okay. Also es ist, glaube ich, nicht, auf den ersten Blick ist es nicht meine Lieblingskonsistenz von Highlightern. Ich finde auch, dass die Puder recht staubig sind. Würde ich jetzt mal staubig nennen. Wir tragen gleich auf. Ne? Es ist niedlich. Hier ist auch so ein kleiner Schnipsel drin, der uns genau sagt, wie wir jetzt die Farben verwenden sollen. Okay, ja. Kann ich akzeptieren, würde ich aber sagen, brauche ich jetzt nicht diesen Schnipsel. Und ich nehme mir mal Pinsel. Ich würde mal sagen, ich fange mal an mit dem hier als Bronzer-Pinsel und gehe einfach mal rein und gebe ihm ein bisschen mehr. Okay, wartet, vielleicht nicht der beste, nicht der richtige Pinsel. Nehmen wir mal meinen Oschi. Okay, wartet mal, was nehme ich dann? Wartet, ich hole noch was. Nächster Pinsel. Mit dem wird das auf jeden Fall mega. Ja, das ist der richtige. Oh, den habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Oh, schön. Schön, nicht orange, finde ich, was sagt ihr? Also die Farbe finde ich schon mal gut. Ich
Aber ich habe das Gefühl, obwohl ich ja eben noch so dachte, oh, das ist ganz schön staubig, das Ganze, ist das gefühlt, ja, kommt nicht viel rüber. Ich muss ganz schön hier rein und dann in das kleine Fännchen. Ich muss da ganz schön. Wobei, ich akzeptiere das ja auch. Man kann somit natürlich dann sich wahrscheinlich nicht overbronzen oder zu viel Produkt versehentlich auftragen. Jetzt kommt so langsam das Ergebnis, was ich haben möchte. Sieht gut aus. Ich habe heute auch eine sehr, sehr matte Foundation drauf. Dementsprechend finde ich aber trotzdem, dass es jetzt hier nicht zu pudrig das Ganze aussieht. Ist ganz schön viel arbeiten, ne, um hier Produkt drauf zu kriegen. Aber schau mal her. Ja, lässt sich auf jeden Fall gut verarbeiten. Und ich glaube, für die meisten, die es ja gerne mögen, dass man nicht so viel Produkt sofort drauf hat, ist das dann wahrscheinlich auch was. Und die Farbe finde ich wirklich toll. Ich frage mich halt jetzt, wie es wohl wäre, wenn ich die andere Farbe benutzt hätte, gekauft hätte, die hellere. Aber nee, eigentlich finde ich das. Ich glaube, die hellere ist halt deutlich kühler, ne? Ja, nett, ne? Würde ich mal sagen. Sagt nicht, dass nett die kleine Schwester von Scheiße ist. Also, das meine ich wirklich nicht so. Ich gehe mal in den Highlighter direkt rein. Ja, okay. Also ich mache den Highlighter jetzt hier so ein bisschen in Verlängerung von meinem Augen-Make-up und mehr nicht, weil der Highlighter, muss ich tatsächlich sagen, der gefällt mir nicht. Das habe ich aber mir schon gedacht. Ich finde den ein bisschen zu gold. Und das Lustige ist, er sieht im Fännchen, finde ich, gar nicht gold aus. Also guck mal, im Fännchen sieht er doch Champagner aus. Aber ich finde, der ist fast, also grenzwertig von der Helligkeit für meinen Teint. Und ich finde, dass ich im Moment auch wirklich nicht besonders dunkel, ja, besonders dunkel bin. Dunkel? Ihr wisst, was ich meine. Besonders hell. Das wollte ich sagen. Ja, okay, also der Highlighter. Na. Und das ist natürlich blöd dann, ne? Wenn du eine Palette hast, wo vier Sachen drin sind und dir gefällt eins nicht, das ist schon ärgerlich. Es ist jetzt nicht scheußlich, ne? Also ich kann das schon benutzen. Zeig mal her. Ja, das ist schon, das ist okay, aber es ist okay, ist auch nicht toll, ne? Ich mag nämlich im Moment gerne viel Highlighter und deshalb muss der Highlighter gerade auch geil sein. Nehmen wir zuerst mal den helleren Blushton. Hört ihr den scheiß Hahn, der hier die ganze Zeit rumnervt? Der hat so ein blödes Geräusch, was der macht. Der ist irgendwie, hört sich an wie eine Mischung, eine Kreuzung zwischen einem Hahn und einem V. Das Blush ist schön. Auch hier, ich muss ganz schön oft reingehen, damit ich. Nicht so, dass ich kein Produkt abkriegen würde, aber es ist mir wiederum zu hell. Jetzt mir persönlich. Und dann gehe ich jetzt noch mal in den anderen Ton rein und gebe mir den hier noch mal so hin. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Also, dass sie die Welt neu erfinden, das habe ich eh nicht erwartet, aber weiß ich nicht. Ob das jetzt mich so richtig happy macht? Ich finde tatsächlich, die Puder sind recht Standard von der Formulierung, was jetzt nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber sie sind jetzt auch nicht, dass ich so sage, meine Güte, was haben wir hier für eine tolle Formulierung, sondern sie sind Standard,
Der Bronzer gefällt mir am besten von den ganzen Sachen hier drin. Und was jetzt natürlich noch interessant wird, ist die Haltbarkeit. Ich schreibe euch das hier mal entweder hier rein oder in die Kommentare, wie die Haltbarkeit so war. Weil das muss natürlich sitzen, ne? Die Haltbarkeit. Ich werde jetzt nochmal beide Blushes ein bisschen miteinander mischen und die nochmal richtig gib ihm. Ja, Leute, ich weiß nicht. Ist nett. Ist nett. Ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja, es hat meine Welt verändert. Das ist ganz okay. Oder? Ganz in Ordnung. Ja, und da ich mir schon gedacht habe, dass ich nicht so viel zu sagen haben werde über die neue Smashbox-Palette, habe ich mir hier ein paar Paletten, aktuelle Gesichtspaletten quasi hingelegt, um mal eben darüber zu sprechen, welche sich wirklich lohnt und welche man vielleicht auch einfach skippen könnte. Und geile Sachen hier liegen. Also ganz ehrlich, First Impression zu dieser hier. Ich würde eher sagen, dass sie vielleicht auf den Stapel könnt ihr euch sparen landen wird oder müsst ihr nicht unbedingt haben, weil ja, so, ne? Ist okay. Ist ganz okay. Dann habe ich mir hier drei Gesichtspaletten von Natasha rausgesucht und die erste, mit der ich über euch. Die erste? Mit der, über die ich mit euch sprechen will, so rum, ist die Berry Pop Cheek Trio. Selbstverständlich gibt es ein Video dazu. Ich sage mal so, man kann die sich sparen, wenn man nicht auf diese Farben steht. Dann müsst ihr die nicht haben. Wenn ihr aber sagt, diese Farben hier, die sind genau das, was ich mir in meinen Träumen erwünscht habe, dann gib ihm, weil die ist richtig schön. Also der Blush und dieser Glowy Blush Highlighter Strich und auch der Highlighter an sich sind wunderschön, wenn ihr Bock auf diese Farben habt. Also dann ist das schön. Für mich persönlich würde sie auf dem Stapel, könnte ich mir sparen landen, weil das ist eher nicht unbedingt das, was ich aktuell ja gut finde. Was ich hingegen sehr, sehr gut finde und auch glaube, dass es für ganz, ganz viele Leute interessant ist, ist die Hyper Natural Face Palette. Ich muss erst mal gucken. Das Schöne hier drin ist wirklich diese Varianz quasi von den beiden Blushes, weil ihr könnt die entweder, könnt ihr das bisschen stärker, ihr könnt ganz leicht, ihr könnt das leicht mischen. Ich glaube auch, dass das vielen Gesichtsfarben passen wird. Ganz dunkleren glaube ich nicht, dass das passen wird, aber bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich finde auch die drei Farben von dem Bronzer sehr schön. Man kann gut zwei Farben zum Beispiel mischen. Man kann sie auch einzeln benutzen. Man kann alle mischen. Finde ich sehr, sehr schön. Das Einzige, was ich schon gesagt habe, sie hätten die beiden hier ein bisschen auseinander machen können, hätten noch einen Highlighter reingemacht. Dann wäre es perfekt, wenn da ein perfekter Highlighter drin gewesen wäre. Dann wäre das absolut toll. Und die Lidschatten sind schön und ich finde, das ist eine Palette, die sollte man sich auf jeden Fall mal näher angucken. Natascha hat ja schon diese anderen Face-Paletten, ne, mit Gesichtsprodukten und Lidschatten. Ich finde, die kann man sich eher sparen und dafür finde ich die hier wirklich toll und würde auch auf jeden Fall auf meinem Haufen, guckt euch die mal an und die würde ich mir nicht sparen wollen. Landen. Meine absoluter Liebling und eine Palette, wo ich sage, ganz ehrlich, wenn ihr ein bisschen Lust auf Glow habt und wenn euch diese Farbe anspricht und ganz ehrlich, diese Blush-Farbe, ich glaube, die steht einfach jedem, die steht jedem Look. Die sieht so gut aus. Ich fände es cool, wenn sie eine Dark-Variante davon rausbringen würde für dunkle Haut, weil auch hier denke ich nicht, dass das für wirklich richtig dunkle Haut geeignet ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber habe ich halt nicht, deshalb kann ich es nicht beurteilen. Dementsprechend glaube ich, dass es cool wäre, wenn es hier noch eine dunkle Variante dazu geben würde. Aber ansonsten, Leute, ist das, also wirklich, das ist eine Herzens. Empfehlung von mir. Diese Palette
dieses Creme Blush, das ist so ein Cream-to-Powder Blush, das ist ein Creme-Highlighter und das ist ein Highlighter. Und wenn ihr das alles zusammen benutzt, eure Wangen sehen so juicy aus, nicht so ein bisschen matt, wie die jetzt hier sind, sondern so richtig wirklich für mich eine der schönsten Gesichtspaletten überhaupt. Wenn es um Gesichtspaletten geht, darf tatsächlich Hourglass nicht fehlen. Wobei ich sagen muss, dass ich unheimlich viele Hourglass-Paletten habe. Da hinten stehen die alle. Und ich benutze keine davon. Überhaupt nicht. Also die sind alle für mich so, dass ich immer noch überlege, ob ich die nicht vielleicht wieder abgebe. Aber eine ist einfach wirklich traumhaft. Und die zeige ich euch in der letzten Zeit auch wirklich häufig. Das ist die Diffused Rose Edit. Und die gibt es auch noch. Und die hat für mich wunderschöne Sachen hier drin. Perfekter. Wenn ich sie zusammenstellen dürfte, hätte ich hier noch einen schönen neutralen Bronzer reingemacht. Aber okay, so ist es halt nicht. Trotzdem finde ich die Palette schön, weil hier ist einmal das Diffused Light drin. Das ist ein schönes, klassisches Hourglass Finishing Powder, ne? Was man so ein bisschen über alles drüber gehen kann, um so einen Weichzeichner-Effekt zu haben, so einen leichten Glow. Ich habe vor 100 Jahren mal ein Hourglass-Video gemacht. Das ist eigentlich immer noch recht aktuell und das verlinke ich euch hier. Und die beiden Sachen sind halt, Leute, der Highlighter, der ist so schön. Das ist ein Highlighter meiner Meinung nach in Perfektion. Hier ist kein Glitzerpartikelchen drin. Hier ist eine wunderschöne, cremig-buttrige Textur. Wenn ihr das sehen könnt, wenn ihr das in die Haut arbeitet, sieht das aus, als würde man sich mit irgendwas Saftigem, Schönen eincremen. Das ist für mich ein perfekter Highlighter. Wirklich. Und Hourglass neigt ja zu Glitzer. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass da ist null Glitzer drin. Wirklich, Leute, hier in diesem Highlighter ist kein Fitzelchen Glitzer drin. Nix, nix, nix. Das gleiche gilt für das wunderschöne Rouge, was auch, es geht ein bisschen in die Sublime Flush Richtung. Für mich ist das relativ hell. Trotzdem als Topper, für mich geht das überall drüber. Und dadurch, dass diese Blushes von Hourglass so einen Weichzeichner-Effekt haben, ist das einfach, könnte ich jetzt hier drüber machen. Ich mache gleich was anderes drüber. Deshalb, Hammer. Das ist so. So eine tolle Palette, sehr, sehr teuer, gar keine Frage, aber wirklich, ich finde ihr Geld absolut wert. Ich meine, man muss halt mal gucken, die kostet auch ein Fuffi. Ich glaube, die kostet so um die 60, 70 Euro, schätze ich mal. Und hier ist einfach Perfektion drin, ne? Finde ich. Kommen wir zu den letzten beiden Paletten, die ich euch einmal zeigen möchte. Und ich hoffe so sehr, dass sie noch nachlegen mit Bronzern. Und zwar, es geht um Tarte. Oh Gott, Leute, also ehrlich. Die Tarte Shape Tape Glow Bar, die zeige ich euch jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Und das ist eine meiner absoluten Favoritenpaletten hier überhaupt. Das ist so eine Glowy Powder Palette. Ja, das heißt, das ist das, was Hourglass im Grunde gemacht hat. Nur mit ein bisschen mehr Glow, finde ich. Ein bisschen mehr Glow. Und zwar sind das so All-Over-Face-Powder. Klar, man kann die auch als Highlighter benutzen. Man kann zum Beispiel, was ich halt liebend gerne mache, ist hier diesen dunkleren Shade als Bronzer-Topper. Guckt euch das mal an. Das macht sofort einen Effekt. Also das ist für mich, den über den Bronzer drüber zu geben, das ist für mich so, gib ihm. Mega, also das liebe ich. Ich mache jetzt das Puder nicht drauf, das Gesichtspuder, das komplette, weil ich gerade eine Foundation Review nebenbei drehe und will das nicht zu sehr glowy verfälschen, sage ich mal. Aber ich mache die einfach all over, einfach übers ganze Gesicht. Das sieht so fresh aus, so juicy und so lecker. Ich liebe das. Und Tarte hat jetzt gerade ja eine Shape Tape Glow Blush Bar rausgebracht. In zwei Farben, was ich sehr gut finde. Ich habe nur die eine, die andere, denke ich, wird bei mir auch einziehen. Hier ist es so, es lohnt sich, wenn ihr auf Glow steht. Das muss man einfach sagen. Hier natürlich auch, ne? Also wenn ihr keinen Bock auf Glowy Puder habt, dann nicht. Aber hier ist ganz wichtig, bedenkt, das sind Glowy Powder, das sind Glowy Blushes und auch der Highlighter hier, auch hier der Highlighter. Guckt mal.
Wie schön auch hier, der ist genauso buttrig, ohne irgendeinen nervigen Glitzer drin, sondern einfach wunderschön. Ich würde da jetzt mal ein bisschen, weil ich glaube, diese Palette von Smashbox, die hat mich nicht ganz abgeholt. Also würde jetzt auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen was nehmen von dem Highlighter und würde mich ein bisschen glücklich machen. Jetzt guckt mal, könnt ihr es sehen? Hier ohne, mit dem anderen und hier mit. Ich liebe es so sehr. Also ich finde, auch hier habe ich so ein kleines Aber. Ich finde, der Blush in der Mitte, der hat schon einen relativ starken goldenen Sheen. Das mag ich nicht unbedingt so gerne auf meinen Wangen. Ich hätte da gerne jetzt einen Bronzer drin gehabt. In der einen fehlt der Highlighter, in der anderen fehlt der Bronzer. Ja. So ist das Leben. Bisschen hier Highlighter drauf und oh, geil. Das liebt. Oh, das ist so ein schöner Highlighter. Also wirklich, das trifft für mich volle Kanne. Und ich gehe jetzt auch noch mal so ein bisschen in diesen Glowy Blush hier rein und toppe mir das Ganze ein bisschen, weil mir ist das hier ein bisschen zu matt und zu farblos. Der hat so einen leichten, ganz, ganz leichten bläulich-pinken Sheen. Also finde ich wirklich sehr, sehr schön. Da kommt es natürlich auch drauf an, ob euch die Farben gefallen, ne? Aber für mich sind das definitiv absolut Paletten, die sich total lohnen. Auch vom Preis. Aber wie gesagt, ihr müsst halt wirklich Blush und Glowy Blushes und Glow generell lieben, weil guck mal jetzt. Ne, wenn wir jetzt eben noch das ganze Matte da hatten, haben wir jetzt hier den Glow All Out. Ja, das waren eigentlich die Gesichtspaletten, die es aktuell so zu kaufen gibt. Natürlich gibt es noch mehr, aber das sind die, die ich euch mit euch mal besprechen wollte. Und wie gesagt, die Smashbox wollte ich euch zeigen. Erzählt mal, was ist so eure Lieblings-Gesichtspalette, wo so mehrere Sachen drin sind? Welche muss ich unbedingt testen? Oder wo sagt ihr, Mensch, Jenny, also kann ich gar nicht nachvollziehen, dass du die und die gut findest. Ich finde die schlecht. Schreibt mir das mal. Und ich würde sagen, das ist das Ende des Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssing!